Vor 30 Jahren hat der Hotel- und Restaurantbesitzer Nikos Tsoumanis beschlossen, nach Megalopapiko zurückzukehren. Ihm zufolge gibt es in seinem Dorf ein Vorher- und ein Nachher-Internet. Es gibt große Unterschiede zwischen den Kunden. Zu uns kommen Rucksacktouristen, Besucher mit dem Jeep oder sogar mit dem Hubschrauber. Der Kunde ist heutzutage anspruchsvoll. Wenn seine Bedürfnisse befriedigt werden, steigt die Zahl der Touristen. Sie haben auch mehr Geld. Zu uns kommen Touristen aus aller Welt, ein großer Teil aus Israel, europäischen Ländern wie Skandinavien und den USA. Wir merken wirklich den Unterschied. Wir wickeln alle unsere Transaktionen über das Internet ab. Wir können unsere Flugtickets buchen. Wir können eine Firma auf der anderen Seite der Welt finden, die uns mit den Dingen versorgt, die wir brauchen. Wir können Kunden anrufen und uns in den Netzwerken präsentieren und jeder kann uns sehen. Unser Leben hat sich verändert.